In einer fernen Zeit, in einem fernen Raum, der Planet Neu-Texas, ein Freiheitstraum. Das Land freier Menschen, so könnte es sein. Doch mischte sich immer auch Böses mit ein. Ein Mann des Gesetzes kam irgendwoher. Er hatte die Kraft wie ein Wolf und ein Bär. Beschützer der Schwachen, er trotzt jeder Gefahr. Der Hüter des Rechts, Marshall Brave Star. Kein Zweifel, es ist die Überanstrengung durch den 25. Weltraumvirus. Habt ihr auf Orpheus 2 ein Serum dagegen? Nein, haben wir nicht. Haben wir bislang auch nie gebraucht. Ich frag beim Galaxis-Hauptverbandsplatz nach. So schnell du kannst, Doktor. So schnell ich kann. Keine Sorge, Stella. Sobald er das Serum bekommt, wird Charlie wieder in Ordnung sein. Hier der Marshall. Hier ist Molly. Ich werde angegriffen. Molly, wo bist du? Gleich hinter Higgins Ecke in der Nähe von... Molly, wo bist du? Molly, komm, Molly! Wieder im Postkutschenraub. Bis später. Ruh dich aus, Stella. Der Doc wird das Serum für Charlie finden. Vielen Dank, Marshall. Du bist ein guter Freund. Marshall, du kommst ein bisschen spät. Bist du in Ordnung? Mir ist nichts passiert. Wäre schön, wenn du diese lästigen Weltraumratten fangen würdest. Sie haben einfach die Postkutsche geraubt. Ich schicke jemanden, um dich abzuholen. Komm, Partner, mal sehen, ob wir ihre Spur finden können. Hier ist ein guter Ort für einen Überfall. Du denkst auch jeden Tag mehr als ich. Nun, niemand ist vollkommen. Was ist denn? Psst. Ohren des Wolfes! Junge, es war aber einfach. Haben Glück gehabt, dass die Maschine nicht früher kaputt war. Wie einem Kind den Lolli stehlen. Ich habe genug gehört. Wir reiten durch den Pass. Kraft des Bären! Rührt euch nicht vom Fleck. Hast mich wohl nicht gehört. In Ordnung, wo ist die Geldkiste? Welche Geldkiste? Hast du eine Geldkiste gesehen, Bart? Ich nein. Eure Spuren führen genau von der Postkutsche hierher. Natürlich tun sie das. Wir sind daran vorbeigekommen. Willst du uns deswegen etwa verhaften? Nein, aber weil ihr sie ausgeraubt habt. Nun, sie stehen nicht im Computer. Keiner von beiden. Sie werden nirgendwo gesucht. Wir sind unschuldig, wir sagten es doch. JB, ich habe ein sicheres Gefühl dafür, dass sie bei den anderen Überfällen auch dabei waren. In Ordnung, Bravestar. Alles, was du gehört hast, war, wie der eine sagte, das war einfach. Nun, die Geldkiste hast du nicht gefunden. Du hast keine richtigen Beweise. Hast du es gehört, Marshall? Du hast keine richtigen Beweise. Dann halte ich sie so lange fest, bis ich richtige Beweise habe. Sie festhalten? Du weißt doch, dass sowas nicht geht. Ich sehe die Leute und weiß, dass sie Verbrecher sind. Gott sei Dank kommen Leute nicht ins Gefängnis, nur weil du denkst, dass es Verbrecher sind. Mach ihm das mal klar, Richterin.
Hör mal, du, es wäre besser... Das reicht, Marshall. Gerichtsdiener Futz, die Gefangenen sind frei. Sie freizulassen ist ein großer Fehler. Sie ohne Beweise im Gefängnis zu halten, wäre ein noch größerer. Das wird die Postkutsche schon anhalten. Sag mal, Bart, findest du es nicht auch toll, wie die Richterin den Marshall gestern zurechtgewiesen hat? Und wie, da kommt sie. Das wird die Durchfahrt ganz sicher blockieren. Lass sie sausen. Was gefunden, Marshall? Nichts. Die haben die Geldkiste einfach mitgenommen und sind verschwunden. Das ist der vierte Überfall in den letzten vier Tagen. Erinnere mich nicht daran. Dieses Mal haben sie einen Felsblock gebraucht, um die Kutsche anzuhalten. Der Kutscher wurde bei dem Versuch anzuhalten verwundet. Wird er wieder gesund? Ja, er hatte Glück. Das wäre natürlich alles nicht passiert, wenn wir die beiden im Gefängnis behalten hätten. Du gibst mir doch nicht etwa die Schuld dafür. Nun, wem denn sonst? Willst du etwa sagen, ich sollte die beiden Kerle einsperren lassen, ohne Beweise zu haben? Marshall, Marshall Bravestar, wir haben das Serum gefunden, das Charlie von dem Virus heilen kann. Es müsste gleich hier sein. Das ist eine gute Nachricht, Doc. Ich sag es gleich, Stella. Sie wird wieder eine glückliche Frau werden. Nun seht doch bloß mal, wer da ist. Die schöne Richterin und der fleißige Marshall. Mit seinem kleinen Freund. Das darfst du nicht tun. Tue ich aber doch, bäh. Wenn ihr Ärger haben wollt, könnt ihr ihn kriegen. Beruhig dich, Marshall, er macht doch nur Spaß. Komm mit, Billy, lass uns essen gehen. JB, die beiden haben etwas mit den Überfällen zu tun. Den Tisch kaputt schlagen beweist noch nichts, Marshall. Du hast recht, aber ich werde es beweisen. Sorge nur dafür, dass es auch legal ist. Vielleicht möchtest du mitkommen und dich überzeugen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wie lange wollen wir ihnen denn noch folgen? Bis sie uns zu dem Rest der Bande geführt haben. Wieder eines deiner todsicheren Gefühle? Nun, das einzige Gefühl, das ich in meinem Inneren habe, ist Hunger. Sie trennen sich. Ich folge Billy, du nimmst Bart. Gut, reiten wir. Bleib außer Sichtweite. Melde dich mit dem Sprechgerät. Noch irgendwelche Befehle, Marshall? Ja, besorge uns handfeste Beweise. Und sei vorsichtig. Vielleicht kaufe ich dir später ein Abendessen. Sieht aus, als wäre er hier umgekehrt. Stehen bleiben und ganz langsam umdrehen. Nicht bewegen, nicht mal die Augenlider bewegen. Ich hasse es besonders, einen Gefangenen zu verlieren. Ist er in Ordnung? Er hat sich nur ein bisschen den Kopf gestoßen. Danke, Marshall. Dafür schulde ich dir was. Weißt du, Marshall, ich bin froh, dass du mich gefangen hast. Ich bin es leid, ein Räuber zu sein, mich vor dem Gesetz verstecken zu müssen, immer auf der Flucht. Warum hast du nicht früher aufgehört? Weil ich mich um Billy kümmern musste. Er ist mein kleiner Bruder. Dein Bruder? Das ist ja ein ganz neuer Dreh von brüderlicher Liebe. JB, Bravestar ruft JB. Du wolltest Beweise? Ich hab sie. Kommen, JB. Bravestar an JB. JB, kommen! In Ordnung, ihr Kerle. Mal sehen, wie ihr dagegen ankommt. Hallo da! Richterin. Bravestar an JB. Bitte kommen. JB ist in Schwierigkeiten. Wir müssen sie finden. Marshall, hier ist Doc Clayton. Hörst du mich? Ich höre dich. Die Postkutsche mit dem Serum ist sehr spät. Charlies Zustand hat sich verschlechtert. Er braucht das Serum, Marshall. Er braucht es ganz schnell. Bitte, Marshall, such die Stratokutsche bevor es zu spät ist. Ich werde sie finden, Stella. Das verspreche ich. Jetzt wissen wir, was zu tun ist. JB und die Stratokutsche werden vermisst. Hör zu, ich habe keine Zeit, dich in die Stadt zurückzubringen. Wenn ich dich jetzt mitnehme, würdest du uns nur noch langsamer machen.
Darum lasse ich dich jetzt frei. Ich höre wohl nicht recht. Aber denk ja nicht, dass ich dich nicht wiederfinden könnte. Du wirst dafür zahlen. Aber wenn du es ernst meinst, kannst du jetzt die Wiedergutmachung anfangen, indem du deinen Bruder findest und ihn von seinem Vorhaben abhältst. Ich hab's schon mal versucht und ich werde es wieder versuchen. Danke, Marshall. Reiten wir los, Partner. Und ich meine Galopp. Halt dich nur fest, den Rest besorge ich. Ihre Spuren führen zu den Felsen. Sieht aus, als wären sie hier abgestiegen. JB! Wo bist du? JB! Ich bin hier, aber seid vorsichtig! Du hast sie gehört. Lassen wir die Dame nicht warten. Ich habe aber auch gehört, dass sie sagte, seid vorsichtig. Es könnte eine Falle sein. Könnte sein. Pass gut auf. Wir sind eingeschlossen. Bravestar, 3030. Oh, Gott sei Dank, dass euch nichts passiert ist. Nicht der Rede wert. Was ist hier passiert? Billy hat sich mit der Bande getroffen. Er ist ihr Führer. Sie haben die Kutsche überfallen. Nun sag's schon. Habe ich's dir nicht gesagt? Ich habe es dir doch gesagt. Nun, ich würde es wieder so tun, wenn ich keine handfesten Beweise hätte. Das weiß ich. Sie haben alles gestohlen, sogar Charlies Medizin. Der Doc meinte, Charlie würde es nicht mehr lange machen. Wir verfolgen sie lieber, solange es noch hell ist. Es ist eine große Wüste. Welche Richtung nehmen wir? Der beste Platz, wo man sich hier verstecken kann, ist Steam Flats. In Ordnung. Nun, wenn das nicht mein großer Bruder ist? Hab dich gesucht, Billy. Bart, du hast immer gesagt, Überfälle würden mich noch in Schwierigkeiten bringen. Sieht so aus, als ob du jetzt in Schwierigkeiten wärst. Keiner meiner bevorzugten Orte hier. So ein paar heiße Geysire werden dich doch nicht stören. Tun sie aber. Da sind sie. Alle nett in einem Paket. Wenn wir sie jetzt stören, können sie uns wie Enten abknallen. Ich erinnere mich an meine Schule. Alle Geysire sind miteinander verbunden. Was hast du vor? Ihnen ein heißes Bad verpassen. JB, halt deinen Hammer bereit. Jetzt brauche ich nur noch eine Art Strohhalm. Dieser hohle Baumstamm scheint mir gerade richtig dafür. Kraft des Bären! Sind zwei Fliegen mit einer Klappe. Verschwinden wir bloß von hier. Das wirst du nicht tun. Sowas nennt man dann bei der Arbeit reingefallen. Alles klar? Nur mein Stolz ist verletzt. Hier haben wir dann zwei der Schönheiten. Gute Arbeit, JB. Er wird auch bald runterkommen. Nimm sie mit in die Stadt. Wir verfolgen die anderen. Wir müssen die Medizin zurückkriegen. Mal sehen, was in der Kutsche alles war. Muss wohl ein Vermögen wert sein, um dies zu transportieren. Notfallpaket, medizinisches Serum, abzugeben bei Doc Clayton. Nichts anderes als Medizin. Ist nichts wert. Moment mal, wenn das für einen Notfall gebraucht wird, muss es wohl doch etwas wert sein. Das Leben eines Menschen kann davon abhängen. Umso besser, ja.
Könnte eine Menge wert sein. Vielleicht sogar so viel, um die Jungs zu befreien, die der Marshall eingebuchtet hat. Billy, das kannst du nicht tun. Jemand braucht die Medizin ganz dringend. Natürlich, wir brauchen sie. Um meine Jungs aus dem Knast zu kriegen. Diesmal bist du zu weit gegangen. Jetzt muss ich nur noch eine Lösegeldforderung für den Marshall schreiben. Es ist zu dunkel, um die Spuren zu finden. Nun, sieh da, ihr ist schön verpackt und es ist noch nicht einmal Weihnachten. Was bedeutet das alles? Lies den Brief. So, dein Bruder will die Medizin gegen die beiden Gefangenen eintauschen. Komm mit! Wir können auf der heißen Spur zurückreiten und die Bande finden. Solltet ihr das Lager stürmen, würde Billy möglicherweise die Medizin ausschütten. Das glaube ich auch. Was können wir dann tun? Ich muss mit Stella reden. Bitte, Marshall, gib ihnen, was sie wollen. Stella, ich kann die Gefangenen nicht laufen lassen. Wir können Drohungen nicht nachgeben. Charlie braucht das Serum. Ich weiß, glaub mir, ich weiß. Aber Billy ist wie jeder andere Erpresser. Wenn wir jetzt nachgeben, wenn sie merken, dass es ihnen gelingt, werden sie es wieder und wieder probieren. Was willst du denn tun? Ich nehme Billy gefangen. Aber wenn ich das tue, besteht die Möglichkeit, dass er das Serum vernichtet, bevor ich ihn habe. Das Serum bedeutet meines Mannes Leben. Ich weiß. Was glaubst du, würde Charlie wollen, dass ich tue? Ach, du kennst doch Charlie. Er würde nicht wollen, dass du nachgibst. Du musst entscheiden, Stella. Ich habe kein Recht, Charlies Leben aufs Spiel zu setzen. Nicht ohne deine Einwilligung. Sag mir, was ich tun soll. Geh und fang sie ein, Marshall. Danke, Stella. Du bist mir was schuldig. Wo ist das Versteck deines Bruders? Ich werde dir nicht helfen, meinen Bruder hinter Gitter zu bringen. Ich bitte dich, ein Menschenleben zu retten. Vielleicht auch das deines Bruders. Was meinst du? Wenn er immer wieder das Gesetz bricht, wird er irgendwann mal verletzt werden. Du willst doch nicht, dass sowas passiert, oder? Das will ich nicht, nein. Böse wie er ist immer noch mein Bruder. Wo ist sein Versteck? Nimm mich mit und ich zeige dir genau, wo es ist. In Ordnung, komm mit. Dein Lager ist genau hinter diesem Hügel. Falls Billy dich sieht, wird er das Serum sicher vernichten. Hast du eine Idee? Ja, lass mich allein reingehen. Vielleicht kann ich ihn überreden, es mir zu geben. Dann geh, aber keine Tricks. Nein, keine Tricks, Marshall. Vertraust du dem Kerl? Glaub schon, er liebt seinen Bruder und will nicht, dass ihm etwas passiert. Aber vielleicht will er ja, dass dir etwas passiert. Ich ahnte nicht, dass du dir Sorgen machst. Nun, es ist viel Arbeit, einen neuen Marshall einzureiten. Nun wollen wir mal hören, was da passiert. Ohren des Wolfes! Nun, wenn das nicht der große Bruder ist? Gib mir die Medizin. Sie lassen die Jungs frei? Bitte, Billy, gib mir die Medizin. Das Zuhören ist zu Ende. Zeit zum Zuschlagen. Das ist Musik in meinen Ohren. Glaubst du, dass Sarah den Felsen treffen kann? Sarah kann alles treffen, was ich sehe. Gut, dann schieß los. Das wird den Dingo auf Trab bringen, während ich hinter der Medizin her bin. Bis später, Partner. Okay, Billy, jetzt ganz ruhig. Zu dem Serum kannst du auf Wiedersehen sagen. Nein, Billy, nein! Geschwindigkeit des Pumas! Mit dem Tanzunterricht kannst du jetzt aber aufhören. Ist auch gut so. Der Kerl kann sowieso keinen Rhythmus halten. Du hast mich verraten. Ich musste es zu deinem Besten. Mein eigener Bruder hat mich in die Falle gelockt. Nein, Billy, du hast dir selbst eine Falle gestellt. Als du dachtest, du könntest das Gesetz übertreten. Sein Puls ist wieder normal. Alles ist gut. Die Medizin hat gewirkt. Stella, Charlie wird wieder vollkommen gesund. Oh, das ist ja wunderbar.
Was wirst du mit Bart machen? Er hat dir doch geholfen. Ich bin sicher, JB wird das Richtige tun. Um über das Richtige zu sprechen, wo bleibt das versprochene Abendessen mit dir? Hast du handfeste Beweise, dass ich dir das versprochen habe? Nein, aber ich habe so ein bestimmtes Gefühl und das heißt, ich habe Hunger. Das überzeugt mich. Hallo, Stella. Oh. Oh. Hallo, Liebling. In der heutigen Geschichte versuchte Bart seinen Bruder Billy davon zu überzeugen, sein Verbrecherleben aufzugeben. Aber Billy wollte nicht auf seinen Bruder hören. Hätte er es getan, vielleicht wäre er nicht im Gefängnis gelandet. Hast du jemals daran gedacht, du solltest dir einen Rat von jemandem holen, außer von deinen Geschwistern oder auch von deinen Eltern? Also, wenn du es getan hast, dann könntest du einen großen Fehler gemacht haben. Denn niemand sorgt sich so sehr um dich wie deine Familie. Denn was sie dir auch sagen, sie tun es aus Liebe und Sorge.